Ja, Vater, hab Dank für dein Wort. Ich segne es in Jesu Namen. Ich lobe und preise dich dafür. In Jesu Namen. Also, wir sind wieder dabei beim Spinnennetz des Teufels. Ja, überlegt mal. Also, ich möchte ja eigentlich jetzt nicht so groß hinausgehen, denn ihr wisst ja, worum es sich dreht. Und doch um die Gefangenschaft in das Netz der Spinne. Und der Spinne ist der Teufel. Die Spinne ist der Teufel. Okkultismus ist das Thema. Okkultismus ist ein weites Thema. Das hat was mit Wahrsagerei, Kartenlegen zu tun. Das hat was mit der Spiegelmantik, mit der Glasimmung, mit der Glaskugel zu tun. Die kann gar nicht wahrsagen. Die Glaskugel ist eine Glaskugel, die ist geschmolzen und was weiß ich. Aber Handlinien lesen, in der Sterne gucken und auch Horoskop lesen, Blei gießen. Und doch vieles andere mehr, Routen gehen, pendeln. Pendeln ist ja so berühmt hier. Jeder pendelt und jeder versucht irgendwo was seiner Zukunft rauszukriegen aus dieser Pendelei. Das ist ein Pendel, wa? Das ist eine Pendelei, wa? Oh Mann, aber es kommt keine Zukunft daraus. Es geht einfach nicht. Die Zukunft ist einfach gar nicht da, denn es gibt keine. Dennoch, der Teufel ist der Gaukler, er gaukelt dir was vor und du glaubst es und du fährst in die Hölle mit ihm. Gehen wir mal weiter, versuchen wir das mal ganz klar weiterzubringen. Dennoch, es steht im 5. Buch Moses 18, Vers 10 und die folgenden steht drin, du sollst das nicht tun. Du sollst keinen Wahrsager aufsuchen. Egal welcher es ist, egal von wo er her ist oder eine Wahrsagerin ist, es ist vollkommen egal, ob du diese Karten, die Karo-Karten am Fernseher siehst oder die Karo-Karten bei einer Karo-Kartenlegerin hingehst und du bezahlst dafür. Erstmal, wenn du noch Christ sein solltest, du bezahlst für deine Zukunft und legst alles offen, was du mit dir und deiner Familie zu tun hat und du übergibst dem Teufel deine Seele. Ja? So einfach geht das. Also, ich würde das einfach gar nicht machen, denn das ist unwahrscheinlich gefährlich, sowas. Was im geistlichen Bereich einfach abläuft, wo du keine Ahnung von hast. Überleg doch mal. Du hast keine Ahnung von dem geistlichen Bereich. Hm? Mit deinen Kartenspielen, wie auch mit Pendeln, wie auch, sagen wir mal so rum, du hast Albträume, Wachträume, du hast Gedankenübertragung, du hast, Telepathie, Hellsehen, Hellfühlen, spiritistisches, übersinnliche Kräfte. Ich würde sagen, du hast ein Problem. Du hast ein Problem, denn alles sind Sünden. Jede einzelne Sache, die du da tust, ist eine Sünde. Jede einzelne Sache ist ein Knoten. Und da zweigt sich alles von ab. Immer wieder. Und so hast du Türen, die du schließen musst. Du musst in der Vergebung gehen für das. Und du musst dein Leben mit Gott in Ordnung bringen. Hm? Denn das ist es ja gerade. Bringst du dein Leben mit Gott nicht in Ordnung, wirst du in die Hölle fahren. Ganz einfach. Es gibt keinen anderen Weg dabei. Du kommst auch nicht anders weiter. Du fährst in die Hölle. Traurig genug. Aber du willst ja da rein. Du hast auch was mit Geisterbeschwörung, Geister. Also bei Kerzenlicht und Seancen, solche spiritistischen Sitzungen. So eine spiritistische Sitzung ist auch eine Übergabe. Du sitzt im Kreis und dann geht da so ein Glas hin und her, wird von Dämonen geschoben oder so ein Pendel geht auf Buchstaben und so. Und die sagen, also das ist alles ist das Okkultismus. Es ist alles Sünde. Das ist Sünde, das bleibt Sünde und das geht auch gar nicht von weg. Also das ist schon mal ganz klar. Die Spiritisten, wie auch transzendentale Meditation, Spuk, Geistererscheinung, Glasrücken, das habe ich eben schon gesagt,
Gläserrücken und auch Kerzenlicht und so weiter alles, also automatisches Schreiben und die Scherze. Es ist vieles, vieles, was noch einfach noch da drin ist, was du eigentlich schon mal gemacht hast oder was deine Vorfahren gemacht haben, Vater, Mutterseite, zurück bis Adam und Eva. Die Flüche musst du brechen, du musst deinem Vater, deine Mutter vergeben, du musst dir selber vergeben, Gott Vater vergeben. Und dann kannst du die Türen schließen, Flüche brechen in Jesu Namen und das Blut Jesu rühmen. Und dann die Geister binden in das Blut Jesu und dann austreiben in Jesu Namen in den Abgrund. Wenn du das nicht in Vergebung geben tust, dann wird der Teufel sich die Hände reiben und er wird sich erfreuen an seiner Gesundheit und deiner Krankheit. Denn das macht krank. Ja, es macht absolut krank. Es macht wirklich krank, sowas weiterzumachen, denn du wirst krank. Wenn du jetzt noch meinst, du bist noch gesund, dann wirst du aber richtig krank. Und doch komm nicht mit diesem Bibelvers, auch Paulus hatte einen Dorn, der Paulus brauchte Befreiung und du auch. Ganz einfach, sein Dorn war die Befreiung. Und du brauchst dann auch. Also das ist eine ganz einfache Geschichte dabei. Dennoch, du kriegst Erkenntnis über den Heiligen Geist, hast du den Heiligen Geist nicht, sprichst du in Zungen nicht, brauchen wir nicht weiterreden, schalt ab, geh nach Hause. Es ist wahr. Hast du den Heiligen Geist nicht und du nicht in Zungen sprichst, schalt ab, geh nach Hause. Ja, tut sich nichts. Denn dann wirst du, wo vielleicht ein paar Geister austreiben, die gehen in die Wüstensteppe, dürre Ratte und kommen wieder. Und der bringt sie mit sich, die schlimmer sind als er. Und es geht schlecht mit dir dann. Denk daran, Dämonen sind gekommen. Der Teufel ist gekommen, um Dämonen zu schlachten und umzubringen. Mehr ist er nicht gekommen. Und seine Dämonen das Gleiche. Die bringen dich um. Auf die eine oder die andere Art und Weise. Also es bringt dir überhaupt nichts, wenn du dich weiter mit dem Okkultismus beschäftigst, wenn du dich weiter in die Höhle des Löwen begibst und du hast keinen Heiligen Geist, du sprichst nicht in neuen Zungen. Du hast die Weisheit nicht, du bist nicht eingeführt in den geistlichen Krieg, denn du musst auch in den geistlichen Krieg reingehen. Das ist schon ein Teil des geistlichen Krieges, denn der Befreiungsdienst ist damit zu, denn das Brot der Kinder ist die Befreiung und nichts anderes, denn die Hunde, das sind die, da draußen sind, die brauchen die nicht. Die werden sowieso besetzt. Also, seht zu, wie du das machst, guck zu, wie du das hinkriegst. Ich kann dir nur eins sagen, Befreiung ist das Brot der Kinder. Denn du sagst ja, du bist ein Kind Gottes, dir steht die Befreiung zu. Sonst kein. Nur die Kinder Gottes. Jesus ist der Sohn, du bist der Sohn durch das Blut Jesu. Du hast sie bekehrt und du hast dein Leben mit Gott in Ordnung gebracht. Und ich spreche nicht zu Heiden, auf keinen Fall. Denn Heiden können damit nichts anfangen. Ja? Klar, ne? Also das ist das Nächste erstmal. Ich spreche zu den lebendigen Gott, zu denen, die auch Gott gehorchen wollen und auch mit Gott gehen wollen. Zu denen rede ich jetzt und zu keinem anderen. Also, das ist das Nächste, wo ich eigentlich sage, geh rein in die Befreiung und lass dir die Befreiung zu Genüge sein, denn du brauchst sie. Ohne Befreiung geht es nicht weiter. Es stoppt alles. Es stoppt alles Mögliche, stoppt dabei. Denn wenn du nicht richtig reingehst in die Befreiung, dann geht das ganz klar, dass das nicht klappt mit deinem Leben. Es geht dir immer den Berg ab. Es bleibt nicht über. Denn es geht dir den Berg ab. Der Berg geht immer abwärts. Es geht immer runter und immer tiefer. Denn du schaffst es nicht alleine da rauszukommen aus diesem Sumpf des Okkultismus. Schaffst du es nicht. Es geht einfach nicht. Denn du bist gebunden in den Okkultismus. Du bist gefangen da drin. Und du kommst nur raus, wenn du konsequent mit Jesus weitergehst. Alles klar? Also, ich spreche nicht zu Heiden. Heiden kann ich nicht helfen. Ich kann nur Leute helfen, die mit Jesus Kontakt haben, die das Übergabegebet gelesen haben und damit einverstanden sind und sagen, okay, Jesus, ich mache es. Sonst kann man dich nicht helfen. Dann kannst du dahin gehen, wo die anderen auch sind.
in die Hölle. Vater, in Jesu Namen, danke für dein Wort. Ich segne es in Jesu Namen. Amen.